Filme und Serien schauen, wenn und so Filme will. Seit heute ist die Online-Videothek Netflix auch für die Schweizer Zuschauer freigeschaltet. Für die Flatrate zahlt man je nach Abo zwischen 12 und 18 Franken pro Monat. Nebst Hollywood-Blockbuster und bekannten TV-Serien gibt es auch die exklusiv für Netflix produzierten Serien wie House of Cards oder Orange is the New Black. Deutsche oder gar Schweizer Produktionen muss man allerdings noch mit der Lupe suchen. Not many Swiss productions yet. Wir haben noch nicht viele Schweizer Filme bis jetzt. Das wollen wir noch ausbauen. Wir haben ein riesiges Filmangebot von England, Amerika und von Deutschland, das wir laufend ausbauen. Auch mit Schweizer Inhalt. Nicht nur für die Schweiz. Wir wollen den Schweizer Produktionen helfen, bekannt zu werden, rund um die Welt. Get around the world. Der amerikanische Dienst ist mit 50 Millionen Mitgliedern in 40 Ländern der grösste Video-on-Demand-Anbieter weltweit. Trotzdem wird es in der Schweiz für die Amerikaner nicht einfach. UBC Cablecom hat anfangs Monat einen ähnlichen Dienst gestartet für nur 10 Franken im Monat. Dazu mit einer eigenen Serie mit dem Komiker Patrick Frey. Wir haben keine Angst vor Netflix, weil wir unseren Kunden das bieten, was sie wollen. Vom linearen TV bis zum Abo-Modell ist alles dabei und da sind wir, glaube ich, sehr einzigartig. Swisscom will Ende Jahr ebenfalls eine Flatrate für Video on Demand anbieten. Zusammen mit ihrem All-Inclusive-Paket für Fernsehen und Internet haben die beiden Platzhirsche gegenüber dem neuen Mitbewerber einen klaren Vorteil. Also das ist sicher ein Herzpflaster in der Schweiz. Wir haben sehr gute und ein sehr vielfältiges Fernsehen- und Filmangebot, sowohl eben über Telefonkabel wie auch über das Internet. Und es ist auch klar, dass natürlich auch die Fernsehstationen ging mehr auf Zeit verschoben, so Filme und Serien ausstrahlen. Also von dem her gesehen ist die Konkurrenz sicher hart. Interessant sei das Angebot von Netflix für den Comparis-Experten, vor allem für Fans von Serien in Originalsprache. Wer das Rennen im Bereich Video on Demand machen wird, ist noch offen. Klar ist, der neue Anbieter wird Schweizer Fernsehangebot auf jeden Fall beleben.